Kamikaze-mäßig fahre ich hier. Ja, wir hier gerade im Auto. Soll ich hier rein oder hinten rein? Boah, wie hört sich das an, ey? Ja, es hört sich komisch an. Ich gebe was zu. Sehr komisch, Herr Hoxton, sehr komisch. Und jetzt links. Jetzt links? Wollen Sie die... Echt? Mhm. Echt jetzt? Ja, der Finchi wartet doch schon. Aber das Scheißding steht da immer noch, ne? Aber es wird weg sein, es wird weg sein. So, bleib stehen. Jawohl. So, hebt das Teil mal runter. Ja, und wir sind jetzt bei den nächsten Fertigteilen. Die dann weiß gar nicht wohin kommen. Wir gucken uns das auch mal da oben. Ja, einen höher. Gucken uns das mal von oben an, im Kran. Dann sieht man das besser, weil hier unten ist das Gebäude schon sehr hoch geworden. Naja, wir haben ja hier nicht so riesige Gebäude, aber hier kann man es besser erkennen, seht ihr? Genau, finde ich schon hier ab. Noch eine Etage draufgekommen, Randteile sind auch schon oben. Das heißt, es war hier der die letzte Etage und jetzt kommen halt noch. Das muss man einmal drehen. Da ist auch die scheiß Laterne im Weg hier. Ja, der Bauzaun, der war im Weg. Ja. Aber so sieht man. Kommen dann die Treppengeländer. Okay, lass runter. Die Treppen, die setze ich dann ein. Alles klar. Dann sind wir fast fertig, ne? Okay, kann losgehen. Bringen Sie den Wagen schon weg, Herr Hoxton? Ach, ich stelle ihn hier um die Ecke. Der wird mir doch eh gleich weggenommen. Ach. Okay. Machen Sie aber die runden Leuchten aus. Genau, wir müssen ja Strom sparen, ne? Batterie, ja. Der laufende Motor, ne? Mhm. Ja, nur der Motor muss höher drehen, das kennen Sie ja, ne? Okay. Dann zieht der Verbraucher. Na, natürlich. Das ist eine Frage. Weil ich kann Ihnen ja mal die Spritkosten zeigen, die unsere Firma hat. By the way, wenn Sie fahren und wenn der Herr Finch, kann man ja gut sehen. Ich sehe ja immer, wer den Auftragszettel unterschreibt. Seien Sie froh, dass Sie Arbeit haben. Mann. Es sei denn, Sie kummeln sich ein mit dem Herrn Finch. Herr Finch, kummeln Sie sich ein mit dem Herrn Hoxton? Wenn wir nie auf die Idee kommen. Ich habe Sie jetzt auch nicht so eingeschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hoxton, drehen Sie sich mal um. Gucken Sie mal da oben. Schön Haken. Hm? Nehmen Sie an den Haken, Herr Hoxton. Ich kann mich runterschucken, wissen Sie das? Kann sie runterschucken? Ah, möchte ich aber gar nicht, Herr Hoxton. Komm mal zu Ihnen, wir gucken uns das mal zusammen an. Beziehungsweise gleich müssen dann die Treppen eingesetzt werden, ne? Das wird nochmal eine Maßarbeit, ne? Das glaube ich auch. Aber Herr Hoxton, Sie haben ja gesagt, Sie sind im Kran geboren worden. Nee. Nicht? Sie sind der geborene Kranführer, haben Sie mal gesagt. Das ist aber schon länger her, ne? Ich kann mich sehr gut an diese Folge erinnern, jawohl.
Wahnsinn, was hättest du denn hier alles erleben können? Ja. Eine Wand nur noch? Wahnsinn. Verdammte Scheiße, der Vinci ist schnell. Muss man ihm lassen. Was wollen Sie ihm denn lassen? Ich will nicht mehr! Ach Gott. Kommen Sie mal, Chef, Sie können dann auch. Gehen Sie mal hier runter. Kommen Sie doch mal. Schon unten raus. Übers Geländer gesprungen. Ja. Das ist das auch hier die Herr Hoxton-Grube, wo er sich austoben kann. Viele Paradies für den Herrn Hoxton hier unten. Eine Hoxton-Grube! Oh. 2A, doch, müssen wir doch besorgen. Ich hab falsch gelegen. Im Stollwerk. Also müssen wir am 8. Stein. Da müssen wir mit dem Kran und mit dem anderen Kran und. Oh. Wie echt jetzt? Ja. Mit dem Kran und dem anderen Kran? Ich versuche erstmal mit dem kleinen Kran. Ich guck mir das mal an. Dann brauchen wir den großen Kran ja gar nicht holen. Ich hole den kleinen Kran mal und ich guck mal. Ja, ist doch nicht weit weg. Das Schallwerk ist doch hier vorne. Ja, aber trotzdem müssen wir mit dem riesen Ding. Pass mal auf, ich nehme mal den Auflieger hier mit. Ja, ich fahr mal mit dem kleinen Bagger dahin. Ach, mit dem kleinen Kran. Warum wollen Sie denn jetzt? Ja, weil ich... Dann können wir den großen da stehen lassen. Ja, aber das ist doch hier um die Ecke. Ja. Das sind doch 2 Minuten von hier. Ja, aber vom Betrieb doch auch, Herr Boxen. Außerdem wollte ich den auch mal wieder bewegen. Der steht die ganze Zeit nur rum. Wir müssen die Batterie auch mal wieder aufladen. Sie wissen. Ei, ja, ja. Fahrzeuge, die stehen, sind nicht gut. Ei, ja, ja. Muss immer bewegt werden. Sie können ruhig die Fahrzeuge auch alle mal einmal durchbewegen, wenn sie so auf dem Hof sind. Ui, die. Ui, 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 ui. Groß? Okay, die sind nicht groß. Ich weiß gar nicht, warum man so ein Trara rummacht. Ich glaube, die kriegen wir hier drauf. Okay. Das sind so kleine. Hä, sind doch Windeltreppen drin? Das sieht aber nicht schön aus. Ich bin Lavendeltreppen genommen. Lavendeltreppen? Gucken Sie mal, wie scheiße das aussieht. Tja, für ein Parkhaus ein bisschen komisch, gebe ich Ihnen recht. Ja, aber ich denke mal, das ist nur für Notausstiege. Naja, ein Treppenhaus muss schon sein, sonst fahren die Autos ja die Leute platt, ne? Ja. Naja, wir gucken mal. Gucken Sie mal, passt das? Ich sehe nichts. Oh, okay. Können Sie mich mal lotsen? Ja, kleinen Moment, ich schau mal. Wo sind Sie? Sehen Sie das denn nicht? Was machen Sie denn da? Kommen Sie mal hier vorne zur Stirnwand hier. Ach so, wollen Sie den ersten vorne ansitzen? Genau. Fangen Sie immer hinten an zu laden oder was? Okay. Zu meiner Zeit gab es sowas noch nicht. Waren die LKWs alle noch ein bisschen kleiner. Verstehen Sie? Passt das? Ja, komm mal runter. Weiter.
Bin ich unten? Und ablassen. Häng ab. Auch schon abgehangen. Wie das Fleisch ist, ne? Eine sitzt hier hinten drauf auf der Achse. Okay. La 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 la. Wir sind gleich fertig. Ja, das Parkhaus ist fertig. Wir noch nicht. So? Ablassen. Aber ich bin dann auch fertig. Wunderbar. Jawohl. Jetzt komm mal raus aus dem Kran. Ja. Komm mal her. Und jetzt guck mal, wie clever das gelöst ist, wenn ich jetzt die wie die Ladung gesichert wird. Guck mal. Guck mal hier gucken. Ja. Guck mal, wie kleine Kitten. Geil, oder? Ja. So, los geht's. Guck mal, dann kann ich den Kran wieder zur Firma bringen. Der kann weg, ja, ja. Ja, sind sie aber so. Warum sind, ach, jetzt ist der Große auch hier. Warum ist der Große denn hier? Weil er es kann. Ja. Ach Gott. Finchi wollte mal gucken, was hier los ist. Hätte er doch springen können im Taxi. Ja, Finchi, da musst du da erstmal wieder einsortieren, ne? Schnell gemacht. Ja, oder wir machen das mit dem Großen. Ist doch besser. Ne, lass den Kran mal, bring den mal wieder weg, glaube ich, oder? Großen? Wollt ihr den Flattop-Kran machen? Ja, den kann man doch schön gerade runterlassen, oder nicht? Ich weiß nicht, ob der das kann. Was steht denn in den Anweisungen? Ja, wo soll ich das wissen? Nö, den kannst du mit dem Laptop. Die Markierung ist hier auch weg für den Kran, ne? Ja. Ja, dann bring den mal hier zur Baustelle. Zum. Ja gut, dann fahr ich den zur Firma. Ja, und der Hoxen, der setzt mal alles rein, da, wenn wir da noch nicht da sind. Okay. Dann fange ich schon mal an, aber ich muss doch irgendwo. Pass auf, ich stelle mich jetzt hier auf die Straße hin. Ach, hier kommen die Wendelstreppen, die werden hier abgesetzt. Erstmal. Hier ist die Markierung. Ja, ich sehe es. Kommst du da mit dem Kran dran? Ja. Ja, passt. Die werden abgeladen und erstmal abgesetzt. Okay. Wo ist denn der rote Kipper hier? Der sollte da eingelagert sein. Und wenn sie den nicht eingelagert haben? Den habe ich eingelagert, aber warum steht der jetzt hier? Ach Leute, alles muss man hier selber machen oder was ist hier los? Einlagern können nur sie. Golden Kipper, der sollte doch eingelagert werden. Jetzt ist er eingelagert. Soll ich den Raupenkran auch einlagern? Ja, im Moment brauchen wir den ja nicht, ne? Wenn, dann können wir ihn immer noch. Mann, verpiss dich doch mit deiner Scheißkarre! Mein Gott, ne. Hau doch einfach ab. Mann, du stinkst nach Maggi, ey. Hau ab. Entschuldigen Sie bitte, was haben Sie gerade gesagt, Herr Hoxen? Habe ich das über Telefon hier richtig verstanden? Ja, haben Sie schon. Der stinkt nach Maggi. Machen Sie mal den kleinen Mobilkranstück zurück, dann kann ich mich da vorstellen. Oder vor. Mann. Moment. Ich bin gerade am Einlagern. Ich habe gerade. Entschuldigung. Hat so einen Spaß hier mit dem Einlagern. Mir so viel Platz erwarten sie. Ich fahre den Stück vor. Ja, ja, los. So meinen sie? Man kann. Gut.
Können die Fahrzeuge auch hinten rückwärts reinsetzen? Geht auch. Aber noch nicht alle eingelagert. Ich könnte ja noch mehr einlagern hier. Neben der Halle meinst du, die rückwärts reinsetzen? Ja, ich könnte ja hier noch ein paar Zugmaschinen einlagern. Orangefarbene Zugmaschinen kann ich ja einlagern. Was war drin? Haben wir mal drin, ne? Muss ich die denn? Ach, da muss ich die hinstellen. Ah, ich verstehe. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Worauf sind Sie jetzt gespannt? Ich höre irgendwas doppelt. Das ist nicht gut. Oh, ist der Herr Finch halt wieder mit Fahrrad gekommen oder ist das Ihr Fahrrad, Herr Hoxton? Ich fühle mich sehr lustig gerade, ne? Ja. Kann das sein? Ich bin mit dem Clown gefrühstückt heute Morgen, ne? Kommen Sie mal runter, 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 runter. Aber ich höre mich doppelt. Ja, ich mich auch. Hat da jemand wieder Lautsprecher an? Nee. Weil? Weil? Jetzt besser? Ich weiß es nicht. Ich komme irgendwie durcheinander mit der Steuerung hier gerade. Ja, jetzt nach vorne mit W. Und jetzt mit Pfeil nach unten, Hebel, runter, 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 runter. Hopp. Und hoch, 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 hoch. Was sagten Sie, der LKW ist gleich weg? Aber sie sind Wer ist weg? Der LKW. Bitte? Wer ist weg? Schon weg, die Suchmaschine 1. Ja. Steht hier noch. Achso. Jetzt die Wendeltreppe in die richtige Position. Jetzt bin ich mal gespannt. Dann gehe ich mal nach oben, dann weise ich sie noch ein. Jetzt wird spannend. Ja. Wir sind kurz vorm Ende. Zeigen wir das den Zuschauern, dann hat die Folge ein bisschen länger. Ja, wir ziehen jetzt durch hier, das ist natürlich klar. Steffi, wir gucken uns das von oben an. Hier muss die, im Moment, die erste muss hier unten rein. Jo, die erste muss hier hin, hier hin. Ah, ach, du okay. Scheiße, Leute. Hier. Sehen Sie, jetzt wissen wir, warum der Maurer das Loch gelassen hat. Da. Da hat der Herr Finch, ach, der Herr Hoxton, die ist schon am Haken. Die wird jetzt eingedreht. Mal an. Vorbeigemogelt, Chef. Weil ich kann das. Nee, dann gehören die Treppen beide hier hoch. Ja, die kommen alle hier hoch. Ja. Dann ist das nämlich hier so eine Nottreppe, so wie der Herr Hoxner schon sagte. Ja. Da sind sie. Der Aufzug, der wird dann automatisch von den Auszubildenden und den anderen Mitarbeitern angesetzt. Ja, Leute, jetzt ist gleich alles fertig. Wir sind gleich fertig. Es passt auch genau in die Sendezeit. In die Sendezeit. Muss man ja so sagen. In die Sendezeit. Jetzt kann ich gleich auch nach oben laufen hier mit der Treppe. Ich wollte gerade sagen, probieren wir doch mal aus. Ne? Ich könnte ja schon nach unten laufen. Geht nicht? Naja.
Irgendwie geht das. Rot kann schimmern. Ich wusste, dass sie das. Echt. Passt. Ja, fertig. Wir sollen den Baustellenbereich frei machen. Jetzt wissen wir auch, was jetzt passiert. Was ist denn mit dem Wandgestell? Jetzt geht ab. Passen Sie mal auf. Jetzt gucken wir uns das an, Freunde. Gar nichts passiert. Doch, da ist ja noch einer auf der Baustelle. Da rennt ja noch einer rum. Der weg ist, komplett. Da stand aber dann. Wandgestell. Ich heiße nicht Wandgestell. Wahnsinn, komm mal runter. Aha. Also wenn das Wandgestell da weg muss, dann haben wir ein Problem. Oh oh, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Moment, was steht hier? Mache den Baustellen Wandgestell, ja. Wir haben ein Problem, da komme ich nämlich nicht ran. Mit dem Kran. Eben. Nur ein Kleinmobilkran erreicht. Können wir das nicht wegschieben? Warten Sie mal. Hä? Wo bist denn du jetzt so schnell mit das dem Kran? Ich frage mich auch, wie bist du jetzt da hingekommen? Taxi. Ja, aber. Also, du musstest doch erstmal hier runterfahren. Da bin ich ja. Das ist unerklärlich, aber der Mann kann das einfach. Genau, packt dann einfach irgendwo weg. Hast du denn den Punkt? Oder auf den Auflieger, der da noch drüben steht. Nee, 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 der brauchst du nur. Packt das nur weg. Hast du einen Punkt? Nee. Ja, Punkt doch, Punkt habe ich. Ja, ja, doch. Okay. Einfach rüber auf die andere Straßenseite, der ist gleich weg. Ja. Sobald das fertig ist, ist er weg. Und dann gucken wir uns das Haus an hier, das Parkhaus. Mit Zugang, Freunde. Guckt euch das an. Genau, so, schwenk einfach rüber, genau. Und jetzt ist schon fertig. Und das müsste gewesen sein. Aber was steht denn da oben noch in der Anzeige? Ja, der Mobilkran muss auch noch weg. Jetzt ist wie Silvester, gleich geht's los. Der Flattop-Kran muss weg. Ja. Der Flattop, ja. Der muss auch weg. Geht der nicht automatisch weg? Warte, ich mach ihn weg. Können Sie das? Ja. Trommelwirbel, Freunde. Trommelwirbel. Dam, dadam, dam. Dam, dadam, dam, dam. Dam, dadam, dam. Zack. Alles ist weg. Wir warten nur noch auf. Ey, jetzt stell dich doch nicht hier vor das Bild. Auf den Herrn Hox. Und da ist es. Ein hartes Stück Arbeit. Nicht, in der Tat, doch die Arbeit hat sich gelohnt. Das neue Parkhaus bei mir ist super es noch nicht. Aus. Bei mir ist auch nicht. Und der Kunde ist auch zufrieden. Gut gemacht. So, ich drücke jetzt drauf und jetzt ist es. Damm. Jawohl. Da ist es. Ui. Ui. Das Parkhaus. Mit Lämschken. Bitte mal alle umdrehen und zu mir gucken. Ja. Finchi mehr in der Mitte. Genau, alles klar. 1, 2, 3, tschüss. Tschüss. Wunderbar. So, jetzt gucken wir uns das Stückchen. Das nehmen wir noch mit, die Leute, ne? Genau, das geile Stückchen gucken wir uns noch an. Jetzt gucken wir uns an hier die Schränkchen. Haben wir sogar rein. Oh. Oh. Ui. Boah. Irgendwie kommen wir da noch nicht rein. Ja, der Beton ist noch frisch. Ja, ja. Aber glitzert nicht mehr. Aber wir können es uns so angucken. Ja, wir können einmal rumlaufen. Wunderschön, Leute. Boah, gucken Sie mal hier mit dem Stahlgerüst. Der Briefkasten ist jetzt auch wieder da. Ich lege da keinen großen Wert auf irgendwelche Briefkästen. Ja, und tut sich auch recht gut hier in die Umgebung. Ja, passt. Und die Nottreppe haben wir auch hier, jawohl. Bänke hier. So. Ja, ja, ich würde sagen, gute Arbeit. Ja, ja Herr, top, die ne? Herren, ich würde auch sagen, sehr gute Arbeit von Ihnen.
Da haben sich die 1,5 Millionen ja richtig bezahlt gemacht. Das stimmt allerdings. So. Ja, dann würde ich sagen, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Was dann heißt, wissen wir das schon? Ich glaube, das wird ein Hospital, aber welches wissen wir noch nicht. Okay, bis dahin erstmal. Leute, bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.